Keine Ahnung, ne, Pokémon habe ich eigentlich so nie geguckt. Ich aber auch nicht. Ich konnte mit der Serie oder dem Spiel oder dem ganzen Hype darum nie was anfangen. Inzwischen ist es ja nicht nur, dass ich. Das Schlimme ist ja, ich besitze ja so gut wie alle Pokémon-Teile. Ja, siehst du, kommt noch dazu. Ne, ich hab ja alle, ne? Meine Tochter spielt die ja alle. Das Schlimme ist, dass sie Pokémon-Serie und Pokémon allgemein und alles immer komischer aussehen und immer komischere Namen bekommen. Das finde ich auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Ist immer keine Idee, ne? Ja, richtig. Im Prinzip ist schon alles da. Warum nimmt man die einfach die alten Pokémon und übernimmt sie einfach? Nein, das muss immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu. Das gab es schon bei den Simpsons. Boah. Ja, gab es ja schon bei den Simpsons, genau. Ich weiß gar nicht, wie viele Pokémon es jetzt insgesamt schon gibt, wie viele die erfunden haben. Ich glaube, keine Ahnung, 1000 Stück oder so, 1000 verschiedene Pokémon. Wozu? Es gibt jedes Mal neue. Du schaffst es doch niemals in einer Edition. Stimmt gar nicht, es gibt nicht jede Edition neue. Ja. Nein. Doch. Es gibt jetzt in der neuen Edition, in Sonne und Mond, die rauskommt, gibt es auch schon wieder neue Pokémon. Ja, es gibt aber trotzdem nicht in jeder Edition neue. So nicht. Diskutiere da nicht bloß nicht mit Chris darüber, der kennt das alles in- und auswendig. Wieso gibt es nicht in jeder Edition neue Pokémon? Ich muss rechnen. Es gibt immer die Hauptedition, die jetzt zum Beispiel Rot und Blau, was aber halt im original japanischen Rot und Grün war. Ja, weiß ich. Und dann gab es halt Gelb. Das Gelb ist nur eine Zusatzedition und da gab es keine neuen Pokémon. Genau dasselbe bei Rubin. Ja, das ist klar. Und Alpha Saphir und dann gab es ja Saphir und dann gab es ja Platin, da gab es auch keine neuen. Ja, gut, okay. Also es gibt nicht bei jedem. Nicht bei jeder Edition. Okay, ja. Du hast gewonnen. Bei fast jeder Edition. Bei jeder neuen, vollständig neuen. Hä? Und du musst halt den Sammeltrieb befriedigen. Warte mal, lass mich mal kurz überlegen. Also ich weiß, bei Rubinrot gab's meine ich trotzdem noch ein neues Pokémon dazu. Beziehungsweise bei Smaragdgrün war das ja. Das war Rubinrot und ich weiß jetzt nicht, irgendwas. Es gab Saphir, Blau oder so. Und Saphir. Genau, und dann kam Smaragdgrün. Und da gab's auch schon wieder ein neues Pokémon. Das war Smaragd, da war aber nur das Haupt-Pokémon. Anderes, das gab's aber auch schon. Gott, das ist halt nur nicht von. Ich brauche ein Hängemännchen-Emotion für den Chat, und ich hätte mich jetzt aufhängen können, ehrlich. Gut, ich halte die Klappe. Also ihr diskutiert jetzt tatsächlich über Pokémon, ja? Ja, aber wenigstens mal einen Titel für die Folge. Ja, richtig. Wenn das nächste Mal sagt, ne, dann sagt das, dann mache ich Sound aus. Ich setze ganz dichte Kopfhörer auf, dass ich nicht mal Chrissert höre. Da könnt ihr euch drüber unterhalten. Und ich laufe einfach euch nur hinterher. Das ist eher wohl ein Thema. Ja, aber nein, nicht das. Du hast damit angefangen. Wollte ich gerade sagen. Ich gar nicht. Doch. Also, wenn ich von der Brücke springe, springt der mir auch hinterher, oder? Ja, weil du hast eine Kette an uns gelegt. Wollte ich gerade sagen. Die Kette ist nee, weil ich doch die Schecks in der Tasche hab. Oh nein, er hat noch die Autoschlüssel. Ja. Mach den Stein ab, sonst liegt er zu still. Bin ich gleich da. Wuhu! Nase. Apropos Pokémon, ich kann ja gerade mal gucken, ob ein Pokémon bei mir in der Nähe ist. Jetzt mal. Bei dir ist wahrscheinlich eins in der Schüssel. Ich mach gleich die Hose auf. Oh, ein Dickter. Ja, ein Dickter. Das stimmt. Nähern uns jetzt eurer Position. Schön. Am Gespräch beteiligen. Die 100. Die Exchange lässt sich bleiben. Ja! Nein! Nein! Nehmen Sie ihn! Oh, fuck! Fick Dreck, ey, Scheiße! Leck mich doch am Arsch, ey! Unser Karten! Hallo, willkommen zurück! Hallo, Monsterkarten! Monsterkarten! Ah, helle Punkte. Ja, ja. Ah. Oh. Dafür muss ich wieder David dissen eine Stunde. Oh. Schön, dass ihm jemand Paroli bieten konnte. Ohne Waffe. Moment. Oder irgendwas Süßes.
Ist jetzt besser als meine Epic-Waffe. Die muss ich anlegen. Moment, so, ich bin noch wo nicht müssen fertig. Wir hin mit der nächsten Aufgabe? Wir können ja einfach eine aussuchen. Nehmen wir Blut und Sand, ja? Blut und Sand. Wir legen ein paar Sand, Leute. Blut und Sand. Wo bist du denn? Hä? Blut und Sand. Da. War nicht eingeblendet. Na guck mal, hat einer das Pad gehabt, was du auch hattest, Chris. Ja. Welches Pad, welches er auch hatte? So, wir können auch gehen. Ewok. Ewok. Bin entsetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe ein Pokémon gesehen. Ja, ein Ewok. Ich habe einen Ewok gefangen. Ich habe einen Ewok gefangen. Das wird noch eine Weile wehtun. Roll weg, Ball. Was mit Olli? Olli! Hat der schon Warcraft gesehen? Olli hat schon Warcraft gesehen, ja. Habt ihr schon Warcraft gesehen? Ja. Nein, echt jetzt? Ja. Bin ich wieder der Einzige, der den nicht gesehen hat? Ja, du gehst ja nie ins Kino, kann ja nicht früher. Ich hab dafür keine Zeit und auch kein Geld. Dann sag du, geh morgen hin. Sag, du willst nur kurz gucken, ob da ein Pokémon ist, und dann setz dich da rein und gehst nicht mehr raus. Ja. Ich will nur kurz gucken. Ja. Das ich bin Pokémon-Inspektor, ich musste nachsehen, ob sie Pokémon in ihrem Kino haben. Es wird sogar, Ellie, ohne Scheiß. Es gibt sogar Leute, die bilden dich da jetzt mit aus, Pokémon zu fangen und all so Kram. Die nehmen dann 20 Euro die Stunde dafür. Ehrlich, ohne Scheiß, habe ich heute gesehen. Es sollen wohl wirklich, ich weiß jetzt nicht in welchem Land, es soll wohl wirklich Leute geben, die zeigen dir, wie man das richtig spielt, das Spiel im Prinzip. Nee, mach einen Level-Service dafür auf. Ja, machen wir auch mal einen Level-Service. Da, du musst ja mit dem Smartphone rausgehen. Nee, gib dir Alternativen. Hä? Das ist der Wahnsinn, ehrlich, ohne Scheiß, das ist echt der Wahnsinn. 20 Euro die Stunde nehme ich dafür, um dir zu zeigen, wie das Spiel richtig spielt. Stunde. Die Stunde. 20 Euro in der Stunde, wenn ihr mir die gebt, garantiere ich euch das Spiel niemals zu spielen. Nein, das wird verschwendetes Geld. Was denn? Wieso? Ich bin ganz heiß drauf, ich möchte das unbedingt jetzt spielen. Nein, möchtest du nicht, das doch, ist möchte ich wohl. Oh, ganz dringend, ja, ich habe ein Bedürfnis. Nein, hast du nicht, das ist ja das Problem. Du lügst ja schon wieder. Ja, ich will mein eigenes Shigi haben. Ich muss manchmal helfen. Shigi. Nur ein Pokémon, mehr brauche ich nicht. Und damit werde ich die Weltherrschaft an mich reißen. Nein, Pokémon. Ich klone es und erschaffe es in Wirklichkeit. Ja. Dann nennt er es Uschi. Uschi. Ja, genau, Uschi. Uschimon. Ihr seid immer gemein zu mir, Leute. Das liegt aber auch nur daran, weil du auch sonst immer gemein zu uns bist. Das stimmt überhaupt nicht. Nee, stimmt das nicht. Nee, das ist ja der Nette von uns. Ich bin der Nette von uns. Ah, hast recht. Du bist immer der Nette von uns. Ja. Es tut mir leid, dass ich... Wir haben es schriftlich, da können wir nichts gegen machen. Ja, ich hab's jetzt schriftlich. Wir haben es schriftlich. Tut mir leid. Der von nun an nur noch nett zu euch sein. Du bist doch schon der Nette. Willst du noch, ja, noch netter? Ich werde so nett sein, dass ihr euch so voll geschleimt fühlt, dass ihr nichts Nettes mehr hören könnt. Ich kotze. So nett bin ich. Da kriege ich da Kotzen jetzt schon. Es ist gleich schon wieder 9. Sehe ich das richtig? Ja, wir machen noch die Haaraufgaben. Morgen ist ja wieder arbeiten. Das ist wichtig. Nur ein bisschen dauert es ja noch. Ein paar Haargräume haben wir noch. Ja, eine halbe Stunde. Ja, alles gut. Ich glaube schon mal die Bonus-Quest machen. Hier gibt's eine Bonus-Quest. Das ist doch Bonus. Ach so, hab ich nicht eingeblendet.
Ja, das ist Bonus. Ist Bono? Das ist Bonus. Ist Bono. Wieso greift er mich an hier? Du bist der Tank, André, da musst du dich doch Ich hab kein Tankding an. Ich bin DD geskillt. Was? Ich bin sicher auch kein Heider geskillt. Nein, hab ich auch noch nicht. Ja, siehst du. Dann soll ich einen Tank skillen. Warum? Oh, ich hab Synapsen-Reflex-Adapter. Nummer D. Genau, killen. Bam, 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 bam. Oh, immer noch vier. Wo haben wir die denn übersehen? Keine Ahnung. Drei. Ich weiß es nicht. Moment, wenn wir noch immer jene haben, verdammt. Verdammte Hölle. Hölle, Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt. Ja, spielt ihr beiden mit meinen Gefühlen. Gar nicht wahr. Fühle, Fühle, Fühle. Das, sowas machen wir nicht, hä? Ihr tretet mir auch gerne in den Sack rein. Nein? Nein. Das macht ihr. Da oben sind auch noch welche. Und sind auch noch welche. Sind auch noch, ja, dann machen wir die auch. Ja, das geht mir zu weit weg. Das glaube ich nicht. Da ist noch ein Pokémon auf dem Weg. Oh mein Gott. Kriegen wir dich ja nicht mehr da weg. Pokémon. Komm und schnapp sie dir. Ja, das kennt er, ne? Dafür, dass er nie die Serie gesehen hat. Ich weiß. Es tut mir leid. Wir spüren die übrigen Sandleute auf und löschen sie aus. Ja, und ich weiß, das haben ja, das haben wir auch schon auf dem Schirm. Haben wir auf dem Schirm. Olli, mach schon mal Server fertig. Olli, ja, Olli, mach schon mal Server fertig. Bis dahin bist du vielleicht auch wieder heile. Ja, und nicht gemoddet. Erstmal ungemoddet. Da gibt's auch keine Mods, wenn es kommt. Ja, richtig. Flugdatenschreiber. 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 Transporten, da musste ich laufen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte nur eben eine Kiste aufmachen. Das kannst du aber nicht beim Laufen. Was? Alter, ich gebe mir heute, ne? Heute könnte ich euch einfach würgen. Ihr, was denn? Was denn? Bist du dann der Würger? Der Würger? Ich kauf dir gleich DVD, nur damit ich dich töten kann, echt, ehrlich. Echt, ich kauf dir gleich DVD. Nein, danke. Nur damit ich dich töten kann. Echt mal. Und dann keinen Ärger dafür krieg. Nein, danke. Jetzt können wir uns ja einladen. Dann meckert ihr immer noch, wenn ich euch töte. Und euch einfach verbluten lasse. Aber dann haben wir wieder 500 Aufrufe. Nein. Doch. Nein. Doch, wir sind als Mörder und Überlebende so langweilig, dass sie nur dich angeregt haben. Wenn er mal satt ist. Und siehst du? Und wir sind halt keine Sadisten. Wir brauchen halt einen Arsch. Ich mach David zum Arsch. Nee, David ist von der Schnur aus ein Arsch, das glaubt ihm keiner mehr. Für wen arbeitet der Arsch? Für wen arbeitet Nummer 2? Er arbeitet für Nummer 1. Das kennt er wieder, David nicht. David kennt keinen Austin Powers. Ich alles. Ich kenn ihn schon, aber es ist schon so lange her. Ich kenn's auch nicht auswendig. Wie ihr. Also wir atmen Austin Powers. Wir leben Austin Powers. In Wirklichkeit bin ich Austin Powers. Danger. Ja, Austin Danger Powers. Austin Powers. Ich mach zuerst. Mach's direkt danach. Nein, warte. Was? Warum? Wir haben nur einen halben Sinn. Ja, dann mach doch. Jetzt kannst du mir am Arsch lenken. David Pinkner. Ah, oh, Mister. Mr. Boombastic. Arschbacken aus Plastik. Ihr habt mir einen richtigen Gefallen. Fertig. Das werde ich nicht vergessen. Ich kann es kaum erwarten, Drück. Den Erfolg dieser Mission Darf zu bringen. Drücken? Drück. Hier auf dem Klo. Oh. Fertig. Ohne Pupschemel kann der aber nicht auf dem Klo. Deswegen soll er hier schon mal üben. Oh mein Gefängnisarbeit. Was? Gefängnisarbeit?
brauche einen Moment, ich muss neues Gear anlegen. Oh nein. Oh, werden hier gepult. Sie sind da direkt gespawnt. Wie soll man das jetzt ohne unseren DD machen? Wir sind da zwei DDs. Wir sind keine DDs. Ach doch, wie gesagt. Für Tank. Ich bin Heiler. Ich bin Heiler, Tank. Ich bin der Entwürf. Du bist Darkwing Duck, du bist der Schatten, der die Nacht durchflattert. Du bist der Kaugummi, der den Verbrechern unter den Füßen klebt. Wieso bekommst du eigentlich die ganzen Sachen? Ach nee, das habe ich ja bekommen. Oh, ich habe Messer nicht hier. Der macht noch eine Randale, was war das? Wie meine Mütze? Wieso bewegt sich meine Mütze? Bist du doof? Hat er jetzt gesagt, Gefängnisarbeit? Ja. Wieso hat sich meine Mütze bewegt? Ja. Haben wir schon wieder Ratten hier? Wir müssen aus dem Keller unseres Vermieters ausbrechen, falls ihr das hört. Wir sind hier gegen unseren Willen eingesperrt. Oh, warum? Weiß ich nicht. Wollt ihr rein? Unser Vermieter ist ein Sadist, der hier Jedis töten. Jedis töten? Warum? Jedis sind Freunde, kein Futter. Das sind die Veganer. Vom Star Wars, ja, also. Alle tot! Aber das ist doch ein Bonus. Mit den Jedis. Ich töte aber gerne Jedis. Du tötest gerne Jedis? Mhm. Im tiefsten Inneren bin ich halt immer noch Sith Hexer. Weiß. Aber nur im tiefsten Inneren. Ja, äußerlich natürlich auch. Äußerlich auch. Mein Style. Diese lockigen Haare wehen im Wind. Ah ne, unter dem Helm siehst du sie ja nicht. Allein schon deine lockigen Haare, weißt du? Voll Glatze und Haar bis zum Gegner. Was? Ich hab kaum Haare, nur im Gesicht. Ja, im Gesicht, ja. Das stimmt. Na, aber sonst du bist der behaarte Uran-Utan von uns hier. Aber auch nur im Gesicht. Und auf dem Kopf. Und am ganzen Körper. Und an den Beinen. So. Ja, ich bin halt ein Voice-Mensch, das tut mir leid, deswegen habe ich keine Webcam. Ja, deswegen habe ich auch keine. Jetzt glücklich. Warum filmen wir die? Wir sind doch fertig. Da bin ich. Ah, ich weiß. Oh. Ich darf, ihr dürft mich die ganze Zeit dissen, ich nicht, oder was? Diss uns, halt uns die Leine. Jo, warum ist das jetzt hier schon wieder? Bist du der Nette von uns? Ja, vergiss das nicht. Das ich muss das verkaufen. Ja, behandeln. Dann mach die Kisten nicht auf, dann hast du auch genug Platz. Ach ja, noch nicht mal. Also nicht alle. Weiß, ja, behandeln, ne? War jetzt richtig. Ja, Meister. Ja. Dass wir das in die Finger bekommen haben. Möge die Macht mit dir sein. Nimm mir hey, hey, di 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 Oha, da ist schon zwei. Zwei Kerne schon. Da ist ein. Nee, das ist ein. Ey, wir brauchen für jeden Unterschied. Ich komme mir sehr auch vor, dass Chris hat die Dinger nach einer Gruppe fertig hat und nicht zwei Stunden. Oh, fertig. So umgekehrt. Fertig. Ihr habt uns allen einen großen Dienst erwiesen. Ich muss auch bald verkaufen, also ich hab's so geschafft, mein Inventar bald vollzukriegen. Ja, ich hab's jetzt mir nochmal ein Erweiterungsmodul gekauft. Machen wir jetzt ja, die sind hier nicht schon fertig. Chrisat ist. Alter, er hört nicht zu, ne? Chrisat ist noch nicht fertig. Er ist selbst verliebt, was willst du machen? Also, nee, Entschuldigung, er macht uns gerade den anderen David. Nein, Ellie, ohne Scheiß, ich hab das jetzt wirklich nicht gehört. Also, wir laden ihn fürs Wochenende auf jeden Fall zum Marathon-Stream jetzt ein, so jetzt hast du es davon. Könnt ihr zusammen Rocket League spielen?
niemals in meinem Leben spiele mich noch einmal Rocket League. Ehre. Doch erstens habe ich nicht mehr drauf. Und zweitens, bevor mir das runter... Ich lade mir das erst wieder runter für 5 Euro spende. Also. Wenn ich 5 von Euro dir, spende? Wenn du 5 Euro spendest. Okay. Das ist ein Schadensersatz. Ja, und Olli mitspielt, sonst macht das keinen Spaß. Olli, Rocket League. Ich hab fertig. Und dann, nee, geht ja nicht. Geht ja nur zu viel. Wenn David und Marcel mitspielen, haben wir ja keinen Platz mehr für Olli. Ja, wer sagt denn, dass die beiden mitspielen? Wer sagt denn, dass mit den beiden... Ja, wir beide so gegen die. Die sind doch... Ja, das wäre... Reporten? Ne, wohin? Ja, wir haben doch eine. Ah, ja, wir haben nur noch eine. Ja, wir können ja... Ja... Nein, ja. Nein. David und Marcel wird gar nicht mit uns spielen. Die sind viel das zu gut dafür. Ja, stimmt. Die sind viel zu gut für uns. Die sind viel zu gut für uns. Die haben das Spiel geatmet, gelebt, inhaliert. Ja. Sie können nicht nur fliegen, sie sind der Ball. Richtig. Richtig, richtig. Und das Tor. Und das Tor. Und sie schaffen es immer, den Ball ins Tor zu kriegen. Egal. Sie schaffen es. Glaube ich. Bin mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Quiek, du Schwein, quieke! Quiek, quiek! Ich schlachte dich ab. Ja, quieke! Ah, quiek, du Sau! Oh Mann, André. Was denn? André. Wer fängt hier an zu quieken? Okay, wir müssen jetzt hier die ganzen Sachen kaputt machen, ne? Oh, ja, da quiekt schon wieder einer, da muss ich ran. Oh. Quietsch, mein kleines Schweinchen. Quiet. Olli, ganz einfach. Das Tor nicht treffen und rumschreien. Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht mehr. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht. Jetzt auch schon eine Woche her wieder. He, ich weiß. Du hast jetzt auch Pokémon Go für dich entdeckt. So oft spiele ich das gar nicht. Du musst nur Streitkräftige töten. Ich spiele das gar nicht. Ach, das lohnt sich auch gar nicht für mich zu spielen. Ich bin 8,5 Stunden lang auf der gleichen Stelle. Ja, du rennst die ganze Zeit auf der Baustelle rum. Ah ja, nicht da bohren, da ist ein Pokémon in der Ecke. Nein, warte, ich muss das erst rausholen. Das bringt nichts. Das haben sie schon weggebohrt, ne? Nein, so läuft das nicht. Du kannst es dir nicht vorstellen. Du musst da wirklich durch die Gegend laufen. Ansonsten, die ganze Zeit auf demselben Fleck bleiben, ist unproduktiv bei dem Spiel. Das lohnt sich nicht. Und wie gesagt, im Autofahren auch nicht. Und wenn ich drei Stunden am Tag bald im Auto sitze, oder bald schon 4 Stunden, kann ich mal sagen. 4 Stunden sind ein bisschen übertrieben. Ja, hört auf David, der jetzt das Spiel inhaliert, der weiß es. Ja, ja. Ich kann von David gerade einen Fremdwort hören. Produktiv. Ja. Ich weiß. Worte, die ja nicht mal seinen Arbeitgeber kennt. Von ihm. wenn ich dann auch noch 8,5 Stunden lang auf der Baustelle bin, wo ich nur einen Radius von ungefähr 20 Metern habe, wo ich mich bewegen kann, das bringt nichts. Ja, ein Radius von 20 Metern, weil weiter geht das Radio nicht. Nee, richtig. Du musst einen Antrag stellen, ich brauche Freilauf. Ich brauche ein tragbares Radio, damit ich mich mehr auf der Baustelle bewegen kann. Wenn es gut läuft, könnte man dann in diesem Spiel an einem Tag dann 2 Pokémon fangen oder so, und das bringt nichts. Das ist gar nichts. Und die Pokémon hast du dann wahrscheinlich schon doppelt oder dreifach oder wie auch immer. Also, was sagt uns das? Für einen normalen Arbeiter ist es nichts, eher für Schulkinder. Und die rennen dann einfach nur blind vor einem Auto oder vom Bus. André, rede mit mir. Chris, rede mit mir. Ich möchte eigentlich nicht mehr mit dir reden. Jetzt still sind. Geht ja vielleicht wieder. Dann verschwindet dieses Pummeluff endlich. Ja, nee, so ist das, ne? Ah, ich sagte das. Naja, für die es am Wochenende vielleicht interessiert, wir machen Wochenende Open End. Interessiert das jemand? Ja, deswegen sagte ich ja, falls es jemand interessiert. Also mich interessiert das. Und zwar versuchen wir diesmal wirklich so lange, wie wir schaffen. Also mindestens... Nein, 12 Stunden. Mindestens 12 Stunden. Oder... Minuten.
Minuten, ja. Minuten. Und für jeden Euro machen wir eine Minute länger. Nein, 5 Minuten länger, oder? Ne, eine Minute. Ich spende einer 100 Euro, dann müssen wir 100. Na, dann gehen wir ja sterben. Dann sterben wir. Als wenn uns jemand 100 Euro spendet. Ja, vielleicht lass ich meine Tochter 100 Euro spenden. Ah, ja. Nur um dich fertig zu machen. Ja, ganz ehrlich, dann sag ich, gut, alles klar, ich gehe jetzt weiter. Ich glaube dir sogar, du mir im Stich lassen würdest. Ja. Ich hab dann schon, keine Ahnung, 48 Stunden durchgemacht und muss dann zur Arbeit und hängt dann da schon. Ja, der gehst ja nicht zur Arbeit. Hä? Da hast ja eh nur 20 Meter Bewegungsradius. Ja. Hab ich auch. Kann ich jetzt mich porten? Ja. Bevor ich hier in dem Respawn stehe. Wohin denn porten? Kantina, gut, danke. Und dann verkaufen. Also, ich muss verkaufen. Ganz dringend verkaufen. Olli, Teamspeak. Wieso? Olli. Keine Ahnung, der David vermisst die. Ja, Olli, Teamspeak. Olli, bleib weg. André will dir im Video auf den Sack gehen. Und Chris hat auch. Chris hat will nur nicht mehr mit uns zusammen sein. Oh, Chris hat, du willst nicht mehr mit ihr zusammen sein? Nein. Chris hat, ziehst du aus? Ich glaube, Chris hat wird nie mehr ausziehen. Sieh zu David, ich fahre dich auch morgen hin. André, wenn ihr der Beste sein wollt, müsst ihr wissen wie. Dann ist vorbei. Kommt wieder. Ja, so viel so lange. Lernt ihr was. Ja gut, wir haben jetzt 21.08 Uhr. Morgen ist wieder Arbeiten, also bedanken wir uns schon mal fürs Zusehen. Oh. Die neuen Follows. Die neuen Follower, genau. Danke, danke, danke. Wie gesagt, wir sind morgen Abend wieder da. Morgen kommt aber Empyreon. Richtig, morgen kommt Empyreon. Und denkt an unsere Verlosung, an unser Gewinnspiel. Da dürft ihr gerne teilnehmen, wenn ihr Follower habt und Punkte habt und alles habt und dabei seid. Richtig, richtig. Ansonsten, bis demnächst, Matsu. Tödödö. 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 Tödödö.